Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir versucht, hier Schätze zu finden und andere Orte und so, und hat aber irgendwie nicht so geklappt, finde ich. Und jetzt sind wir vor der Herausforderung, die machen wir. 3 angefangen, 5 plus, ausgezeichnet, kein Problem, machen wir. Zack. Aus der Gegner sind wieder voll überpowered. Was aber nicht der Fall zu sein scheint. So, dezimieren wir erstmal ein paar. Schon mit einer rot angelaufen. Oder eigentlich auf die. Oh Gott. Da sind auch diese Schienen, merke ich gerade. Muss unbedingt mal einen Speicherpunkt oder so erreichen. Ich habe schon seit 3 Aufnahmen nicht mehr irgendwie gespeichert. Also 3 Folgen. Und ja, und dann würde ich mal so, weiß ich nicht, meinen Progress speichern, was ich erreicht habe. Da steckt der Blitz ein oder irgendwie so, und da ist jetzt gelöscht. Was war sehr unwahrscheinlich ist. Aber man weiß ja nie. Und geschafft. Schön. Ich habe heute noch, heute noch hier der Raster abgeschlossen kriegen. Ja, ich habe übrigens, oh, du kannst auch dein Dings verlieren, okay. Ja, ich glaube, er war ein bisschen weiter. Bist du schon neben mir teleportieren mit deinem Panzer und von da sind wir gekommen. Aber sind wir nicht von der Seite gekommen? Aber wenn ich von was? Schon sagen, aber hier noch nicht. Und da war schon der Truhe offen. Kann doch gar nicht sein dann. Boah. Und dieses Ding immer auftaucht, das geht mir auf den Nerven. Mach mal hier rein. Hier haben wir auch noch nicht alles eingesammelt. Ist gezeichnet. Hi. Wow. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Also gehen wir erstmal zurück. Okay, da wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich dich treffen, danke. Komm her. Alter. Wir geblieben. Meine Güte, gib mir einfach Nerven, dass die ganze Zeit abhauen. So, ich habe übrigens Plautzimmer rausgenommen aus meiner Truppe, weil ich habe jetzt Immunität gelernt und das reicht jetzt erstmal. Erstmal die ganzen passiven Fähigkeiten hier lernen, die ich lernen kann. Von hier sind wir gekommen, ne? Also mal gewesen, genau, da müssen wir jetzt da hinten hin, nehme ich an. Wo ich gerade war, vor 2 Sekunden. Und jetzt eine Truhe, geil. So. Da hinten und da. Da komm schon, da komme ich doch locker rüber. Ey. Hallo? Okay, dann nämlich. Ja, so offensichtlich aus, dass ich dahin kann. Gut, dann da lang. Vielleicht noch ein Level up abholen, wenn es geht. Und kurz vorm Level up. Und nächstes Gebiet. Gut. Sehr ein Speicherpunkt. Jetzt mal ernsthaft. Muss man nach einer Aufnahme hier speichern. Um mich sicher zu fühlen. Ich mag es nicht, so durchgehend mittendrin einen Schnitt zu machen. Und ich dann nicht weiß, ob ich sicher bin in der nächsten Aufnahme. Oh, was ist los? Boah, Combo. Da willst du deinen Dingen, das lasse ich aber so weit von nicht zu. Okay.
Oh, hi. Und Ballon. Ra. Ra. Und Angriffskraft ausgezeichnet. Damit die Kämpfe jetzt noch schneller vorbei sind, hoffentlich. Vorstellt, früher als er hat so mit einer Combo erledigt, ne? Hier brauche ich für jeden Gegner irgendwie 10 Kombos, habe ich so ein Gefühl. Noch mal. Komm da runter, Mann. 1, 2, 3. Was zum? Meine Güte, ey. Stell ich noch mal nicht so an, ey. Denken die, als wären die alle irgendwie ein Bossgegner oder so. Und Schlitz. Außerdem war Maut Plauzi irgendwie schon Level, weiß nicht, 18 oder so. Schon ein bisschen übertrieben, finde ich. Und ja, ich habe ja Immunität und das reicht auch so mit den Fähigkeiten. Die anderen Sachen sind alles wie grauen, also was und sowas brauche ich noch gar nicht. Vita reicht schon wie alle Male aus. Riesen Speicherpunkt, ja. Ich muss nach einer Aufnahme mal einen Speicherpunkt hier finden. Ja. Ha. Ein paar neue Geister erstellen, aber ich glaube, ich kann noch keinen erstellen. Moment. Und gute Nacht. Gut, haben wir jetzt viel mit Sora erreicht? Ich weiß nicht. Bonbonbrille, nein. So, währenddessen bei Rico. Ach ja, aber mal hier direkt. Ah. Keine Ahnung. Also ich mal gucken, was da irgendwie steht. Das ist so schnell weg. Aus weiß, das heißt, wir können jetzt dadurch, ne? Natürlich sind die Gegner hier wieder sofort respawned. Naja. Wollte ich echt hier pro Aufnahme Session immer nur eine Welt schaffen, ne? Das ist auch irgendwie komisch. Früher habe ich für jede Welt irgendwie ein Part gebraucht, in anderen Kingdom Hearts spielen. Außer, glaube ich, Kingdom Hearts 1, weil da die ein bisschen länger waren, die Welten. Boah. Boah. Aber ich habe jetzt Immunität, ne? Oh mein Gott, ey. Nur nervige Viecher hier, ey. Einfach nicht, ey. So, aus hier. So, die Tür. Ah, gut. Okay. Ich richtig, ich muss sowieso mit jedem Charakter noch mal hier reingehen, habe ich so ein Gefühl. Aber bevor du mir auf die Nerven gehst. Oh Mann. Nur einmal möchte ich so ein blödes Geschütz hier mich annähern, ohne dass ich irgendwie. Boah, du sollst das Ding ja. Hey, ich doch Dr. Dreieck und kann ich die ganze Zeit, ey. Junge. Auto. Oh, Disrupt. Ich dachte, was dann machen. Irgendeinen von diesen Dinger muss man, glaube ich, machen. Vielleicht bei dir. Du siehst so verdächtig aus. Da scheiß dich von den anderen. Da. Sehr gut.
Ne? Hier waren wir schon mit Zora in diesem Gebiet. Weiß nicht, ob das schon wieder richtig ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ja, echt gemein, dass hier bei Rico die ganze Zeit diese blöden Dinger macht. Was greife ich an? Ja, echt nervt, dass immer meine Weganzeige hier gesenkt wird. Was kommen? So komm. Warum nicht wegblocken? Oh. Alter. Blöden Viecher, ey. Wir gehen echt auf die Nüsse langsam. So, du. Greif mich an, damit ich wegblocken machen kann. So. Warum klappt das nicht? Bin ich einmal gestorben irgendwann, oder wie? Dingens, meine Güte, komm mal, du Dick. Ne, er hat wegblocken. Warum dann nicht? Klong. Herzhaft, ey. Auf zu tanzen und greif ich gefällt an, ey. Richtig. Schon wieder hier voll Zeit verloren mit Rico, ey. Irgendjemand andauernd meine Dinger hier senkt. Auf ihn anzugreifen. Danke. Immer noch nicht. Oh. Was ist denn das? Ich habe schon gesehen, dass das niedriger gehen kann als 1,3. Wie sieht es überhaupt mit den Viechern aus? Irgendwelche interessanten Sachen noch? Aber du hast noch Dingens. Trotzdem eine Linkverbindung. Gut. Verändern. Dun, 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 dun. Ja, wir haben alle Art gleiche Team. Ich sorge für. Kann ich irgendeinen neuen Geist herstellen langsam mal. Das ist gut. Nö. Ey. Da wo ich hin? Ja, oder? Wo der Speicherpunkt ist. Jetzt schätze mäßig aus. Ihm bestimmt auch noch nicht alles hier, ne? Wie viel? Boah, was? Entweder ich bin noch verdammt am Anfang der Welt mit Rico oder ich habe so viel übersehen. Sieht ja schon fast nach Ende aus. Und zwei Männer gab schon eine bewusstlose Frau. I don't know. But didn't you write her code? Some of it. But the rest is just beyond me. She's an ISO. ISO? A whole new life form. Korra is the last ISO. And you created them? They manifested like a flame. They weren't really, really from anywhere. The conditions were right, and they came into being. For centuries, we've dreamed of a pure existence beyond our own. I found them in here, like flowers in a wasteland. They were spectacular. Everything I'd hoped to find in the system, control, order, perfection, none of it meant a thing. The ISOs, they were going to be my gift to the world. There, good as new. It's gonna take a while for our system to reboot. So what happened to your gift? Clue happened. He was built to create the perfect system,
But endless potential can never, ever be fully realized. Clue saw the ISOs as an imperfection, so he destroyed them. He screwed up. No. He's me. I screwed it up. Chasing after perfection. Chasing after what was right in front of me. Right in front of me. Look too hard for one thing, and you miss everything else. And then, the people around you get hurt in the process. Like Xehanort. His single-minded thirst for answers created Ansem. We all have a little of that curiosity in us. So if we're not careful, any one of us could create an Ansem. Great! They found us! We've been put on a new course. Okay. Ja, jetzt bin ich auch, oder? Ne, da bin ich doch gerade mit Zora, ne? Wir werden, weiß ich nicht, in einen verwirrenden Ort. Goodbye. Quora! No, wait! What? Das ging sehr brutal. We can't just let her go. Yeah. No. Hold on, Sam. Wir müssen nichts tun. You shut them down from the outside. But Korra comes first. And we still have to get back your disc. Sam, if you chase two rabbits, you won't catch either. If this is a father-son thing, I won't butt in. But we should probably get back that disc at least. Before Clue uses it to destroy the outside world. Come on, Sam. Right. Meet me on the flight deck. And get us some wheels. Wheels? What's your plan? I'm a user. I'll improvise. Riku, I gotta save Korra too. I know. We will. The dish should be somewhere on the throne ship. I saw it dock here earlier. Over there. All right. Good. Aber erst lass mich hier den Ort hier erkunden. Das kommt natürlich wieder an oberste Stelle. Auch wenn ich schon wieder nicht alles finde, höchstwahrscheinlich. Nein, nicht ihr. Oh, mein Gott, Riku macht die fertig. Ich dachte schon wieder auf, dass sein Sturzanzeige gesenkt worden ist von irgendwas. Soll ich wahr sein? Das scheint irgendwie ganz die meiste Zeit jetzt passieren. Da hängt er schon so ein bisschen das so hinterher. Okay, von da. Okay, gehen wir nicht dahin. Wahrscheinlich das ganze eine Gebiet neu erkunden, wo ich mit ihm noch gar nicht war. Gott. Was? Auf Sachen auf mich zu werfen. Ich bin Dinge zusammen öffnen. Ich tut nämlich einfach während meines Angriffs hier angreifen, ey. Meine Güte. Oh, soll ich vielleicht auch mal einsetzen, Ikarus? So, auch hier eine Truhe, ja. Boah. Gut, nein, runter da. Hier sind wir Traumfänger. Komm her, Ikarus.
duft. Warum ich Teufelsflügel habe, keine Ahnung. Wenn ich Engelsflügel haben oder Papierflügel, so wie der echte Ikaros. Boah, ich kann aber dann nicht unten hin. Saugsturz bringt es irgendwie nicht, habe ich so das Gefühl. Warum sucht die gar keine AP dadurch? Ich glaube, den Angriff durch ersetzen durch irgendwas anderes. Oh. Was ist denn da schon wieder alles? Oh, der brennt. Oh, super. Du holst ja nicht deinen Panzer zurück. So, Dings wird rausgenommen jetzt. Irgendeinen anderen Sturzangriff oder so. Elektrosturz, ja, war schon so. Immer mal für Wehrschlag. Ja, was hast du? Feuermühle. Oh, okay, ja, das mal. Mal schauen, wie dein Moveset am Ende aussehen wird, weil von Sora. Komm mit Rico einfach ein paar Mal Massen angefangen. Ich sorge dafür, mehr Gegner treffen können. Rezept. We did it. Und Assas, ja, weiter. So, hier sind noch ein paar. Jetzt müssen wir gleich an den gleichen Ort sein, wo Sora auch ist, ne? Hi. Alter. Na. Oh. Auf Wesen kann ich mitten in der Combo abwehren. Alter. Muss nur ein AP kommen. Stell dich wieder nicht so an. So, wir sind gerade gegen 20 Sekunden oder weniger. Kein Problem. Sehr gut. Oh, hat schon wieder nicht gereicht, ey. Wir sehen uns auf Level 99 wieder. Oh, aber knapp nicht gereicht. Oh. Okay. So. Hier rein. So, da oben ist ein Speicherpunkt. Das kommt mir gerade recht. Gucken wir da endlich mal nach der Aufnahme hier speichern. Wenn ich mich ein bisschen sicher fühle. Hi. Wow. Kommst du denn her? Hallo von da. So. Und noch Level ab, wenn es geht. Ich will keinen wegblocken, ich verstehe das nicht. Ist alles, wenn du irgendwie Gegner in Street Fighter erledigt. So. So, eine Sekunde. Ich glaube, irgendein Fertigkeitslink müsste jetzt hier weiter geöffnet werden oder so. Antigraf. Wie habe ich mit ihm noch nicht alle Dinger hier? Antigraf Ra. Na komm.
Wie habe ich mit ihm noch nicht alle Link-Dinger? Ich habe ihn doch schon von Anfang an dabei. So, mit dir muss ich 2 Link-Verbindungen machen. So, mit dir habe ich. Gut. Das ist Trotzkopf. Gut. Okay. Das läuft gut, finde ich. Ja, so ein Ding, ne? Okay. Hi. Gestürzt. Zu Tode gestürzt wahrscheinlich. Hm? Okay, nichts. Aber ich muss aufpassen, ey. Ich mache mich voll einfach hier kaputt, hab ich das Gefühl. Oh Gott. Hup. Schletz. Nein, wo bist du? Oh. Na, komm her. Oh mein. Komm her. Oh. Ich auf den Arm nehmen. Oh. Gut gemacht. So, zeig mal einer, ja. Kann nicht sein, dass ich solche Schwierigkeiten habe. Hey, hey, hey. So, das ist auch mal perfekt gelaufen hier. No, Truhe. Und ich die übersehen weiter. Ja. Dann meinen hier wieder. So, Antigraf, ne? Ja gut, hier alle Dinger so zu sammeln. Kann sein, dass ich immer noch, also ein Rezept. Soll ich nochmal nachgucken? Vielleicht kann ich ja jetzt was herstellen. Ich weiß, guck. 2 Minuten immer nach, aber lass mich. Warum sind mir so wenig Sachen nur? Lebhafte Einbildung. Brauche ich vielleicht irgendwas? Lebhafte Einbildung. Brauche ich die? Davon habe ich noch 5. Herstellen. Schon irgendwas. Nö. Pff, doch hier, den Huhu. Den Huhu kann ich herstellen. Okay. Guck mal, was der alles hat. Oh, den Banner haben wir hergestellt. Ja, werde ich aber nicht so nennen. Wahrscheinlich werden sich einige, was? Das ist ein gecopyrighter Name oder irgendwie so was. Deswegen nennen wir ihn. Uhu. Ist voll kreativ, ne? Lass mich raten, ich verstehe mich sofort mit dem gut, ja. Oh. So, was hat denn der alles so zu bieten? Vor allem macht voll Sinn irgendwie Hilfsboosten. Die neuen hier reinzunehmen, weil dann machen wir mit dem mal Pause, weil die direkt dann schon auf einen neuen höheren Level sind. Guck mal, er hat Feuerer, Eisra und so alles. Voll der Magier. So, fertig, kurz Link mit dem einen Snarf-Dingen. Aber du kannst gar nicht viel. Oh. Und was das hier? Charmeur, nehmen wir das. Gift hat man glaube ich auch noch nicht, glaube ich.
Haben wir noch zwei Link-Verbindungen. Blindheit blocken. Fässer blocken, meine Güte, Gift blocken. Voll viele Blocksachen. Okay. Kann ich mal mit dir machen? Wurf. Warum war denn ehrlich? Ja, rechts da. Ja, aber schon ewig nicht mehr gemacht. Warum klappt das nicht? So, dann haben wir hier wieder ein neues Eisboost, Blitzboost. Dann kann ich reinnehmen, wenn ich irgendwie Magier irgendwie Fähigkeiten habe. Lässt die Effekte der Beistandsmagie länger anhalten. Mehrfaches Installieren der Fähigkeit verlängert die Dauer zusätzlich. Was heißt denn hier Beistandsmagie? Meinen die ja irgendwie die Wandlungen oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls mache ich hier erstmal einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.